Ja, Wahnsinn, ja. Wer heutzutage spricht und argumentiert wie ein Sozialdemokrat der 70er Jahre, der gilt als rechtsextrem. Dies ist natürlich keine feindselige Haltung gegenüber ausländischen Arbeitnehmern, aber wir müssen in einer solchen Situation natürlich zuerst an unsere eigenen Landsleute denken. Der damalige Finanzminister und spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt hält es in der historischen Rückschau für einen Fehler, dass wir zu Beginn der 60er Jahre Gastarbeiter aus fremden Kulturen ins Land holten. Er glaube, so Schmidt 2005, dass wir uns übernommen haben mit der Zuwanderung von Menschen aus völlig anderen kulturellen Welten. Und 2008 warnte der Ex-Kanzler, wer die Zahlen der Moslems in Deutschland erhöhen will, nimmt eine zunehmende Gefährdung unseres inneren Friedens in Kauf. Ich glaube, dass diese Äußerungen vernünftig sind und ich würde sie ähnlich heute wiederholen. Wer heutzutage spricht und argumentiert wie ein Sozialdemokrat der 70er Jahre, der gilt als rechtsextrem.